Yo Leute, willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator 2015. Ich habe mir hier in der Zwischenzeit schon mal ein Royale GTR geholt, da ist nicht viel, aber ich wollte mal hier anfangen jetzt mit diesem großen, fetten Offroad-Cruiser, Jeep, was auch immer. Denn hier war auch wieder Fahrwerk, diese Scheiße, die mich jedes Mal ankotzt, weil es einfach so viel Geschraube ist. So, da kann ich direkt doch anfangen, hier wieder alles rauszuziehen. Das ist auch futsch. So, ich guck nochmal, Fahrwerk, okay, und Lenkung. Karosserie, das machen wir dann aber zum Schluss. Guck mal, hier ist Domlager, sehe ich doch auch schon wieder da oben. Muss raus. Da komme ich noch nicht dran. So, hier, teste mal durch. Bevor ich hier anfange, alles rauszuziehen. Der ist nur okay. Oh. Ja, das war klar. Okay. Keines von den großen, stärkeren Elementen bisher dabei. Dafür dieser ganze kleine, filigrane Scheiß. Na, Alter. Was ist denn das gerade? Ach so. Ja, das hätte ich gar nicht mehr rausnehmen brauchen. Den muss ich nehmen, weil sonst komme ich hier nicht dran. Boah, hier, guck mal. Der Stoß, der ist hart beansprucht worden. Boah, hier ist auch die hier wahrscheinlich. So, hätten wir doch die eine Hälfte schon gefunden. Ich guck mal in der Zwischenzeit kurz, was da los war. Bremsen, Karosserie, ja, machen wir zum Schluss. Bremsen, dann mal hoch mit dir. In der Zeit, boah, Alter, weg da! Das Spiel hat immer noch irgendwie ein bisschen Bugs. Bugs Bunny. Kriege ich das an und den drückt direkt mit dem Kopf dagegen, ey, voll geil. Jo. Ah, der Schenkel, der war aber nicht so schlimm. Ah, diese scheiß Bolzen. Vielleicht könnt ihr euch noch an den letzten Part erinnern, wenn ihr den gesehen habt. Da wurde mir angezeigt, dass der noch defekt ist. Obwohl ich alle vier repariert hatte. Oder ausgetauscht. Den nehme ich auch mal mit. Dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich die eben nochmal alle raus. Und dann setze ich die wieder ein. Und dann ging es plötzlich. Oh, nee. Aber sie sehen eigentlich noch gut aus. Ich gehe jetzt mal vom Aussehen her an die Lagerbuchse-Geschichte ran. Hallo? Boah, was ist denn mit der Kamera los, ey? Mann. Den kloppt es hier zwischen die Gerätschaften. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Jetzt müsste mal Gas geben, ey. Voll das Gesicht abgeschliffen. Wumm. Ah, da muss ich doch wahrscheinlich gar nicht rein. Ich gehe irgendwie grundlegend schon an die Sachen ran. Will alles ausbauen. Na. Lagerbuchsen sehen auch okay aus, aber auf jeden Fall das Teil hier nicht. Jetzt fehlt mir noch irgendwas am Fahrwerk, ey. Ja, die Sterne sind gut zur Hilfe, aber welches Scheißteil ist das denn jetzt? Fahrwerk. Jetzt fange ich doch an, die blöden Buchsen rauszuziehen. Obwohl ich eigentlich so jetzt sagen würde, dass die in Ordnung sind von dem, was ich außen sehen kann. Ey. Ich glaube, diese Stange hier. Nee, die. Hat ja mit dem Fahrwerk nichts zu tun. Wenn, dann irgendwie beim Antrieb. Boah, ey, komm, bitte macht's mir doch nicht so schwer. Was ist so schwer daran eigentlich? Die Range hätten sie da irgendwie höher setzen können. Hä? Da war doch irgendwas gerade.
hier oben was nicht getestet ist. So. Ah, hier habe ich noch Lagerbuchsen, genau. Und hier habe ich auch noch welche. Ne, die sind mit dem Querlenker. Ah, die könnte es schon gewesen sein. Und? Ja, war sie auch. Sehr schön. So, reparieren. Nein! Zwei Sachen sind defekt. Ich habe aber nicht geguckt, welche. Eine Blattfederplatte. Okay, dann war das diese Blattfederplatte. Gehe ich gleich mal so an und ich gucke durch, was habe ich noch mit Federn. Zweimal die Bolzen dafür. So, haben wir denn noch die Federn selber, die vordere Feder? Wo habe ich die hinteren Federn eigentlich? Sind die noch drin? Ach, hier gibt es keine? Okay. Also einmal die vordere. So, dann haben wir Achsschenkel C hinten und Stoßdämpfer B. Hinten. Stoßdämpfer B. Genau da, Lagerbuchse einmal und hintere Antriebswelle. Lagerbuchse normal und solide hintere Antriebswelle. Spurstange zweimal, Koppelstange vorne B auch zweimal. Ich gebe jetzt einfach Stange ein, da müsste er mir ja beides geben. Koppelstange vorne B. Vordere, das hatte ich schon, Stabilisator B und vorderes Domlager. Stabilisator. Das muss der vordere gewesen sein. Vorderes Domlager. Aber wie oft? Zweimal. Dann Stoßdämpfer B und Zahnstange. Punkt. So, auf geht es. Brille auf dem Dates, auf geht's. Ja, mach dran. Dann weiß ich, hier ist fertig. Komm. Was? Da kommt eine kleine Lagerbuchse rein? Aber ich glaube, die war noch nicht defekt, ne? Alter, hast du es irgendwie mit Lupe? Der musste immer so nah ranzoomen, als hätte er voll die schlechten Augen. Ja. Ich wollte schon sagen, er kriegt das jetzt auch nicht hin, da raus zu zoomen. So, Achsschenkel. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwas so krass zerstört habe, dass ich das nicht mehr im Inventar habe und eventuell noch was kaufen muss dann gleich. Werden wir da merken, wenn ich es nicht habe. Meiner Meinung nach habe ich gerade alles richtig eingekauft. Auch alles das, was gefehlt hat. Aber das Spiel ist ein bisschen mürrisch zurzeit. So, das Ding rein und wo haben wir sie? Die hier. Genau, gleich die Lagerbuchsen wieder. Kriegt er die da hinten? Ja, kriegt er. Hier zum Beispiel jetzt war nur noch eine Lagerbuchse übrig. Ah, die ist drin. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, warum ich noch drei übrig habe, wo ich nur zwei kaufen musste.
Seltsam. Das ist zu fett. So. Und. Antriebswelle. War gar kein Loch drin, wo die Schraube rein kann. Voll. War ganz schön fette Felgen, ne? Ja klar, ist ja auch ein Jeep. Fast. Also, weiß ich nicht. Jeep, so ein richtig krasser Jeep ist es nicht. Aber schon ein Geländewagen, sagen wir doch mal so. So, das ist gerade noch so gut. Zack, zack. Muss schnell gehen hier. Produktivität. Oh. Okay, ich dachte, der wäre jetzt auch futsch gewesen. Weil der sagt, hätte ich den noch kaufen müssen. Den habe ich nämlich nicht geholt. Oh, ans Mikro gekommen. Hört man vielleicht nicht. Was mir auch auffällt, ist, dass die Reifen immer Profil haben, immer gut. Auch krass. Aber diese verkackten Federn wieder. Aber diesmal habe ich sie ja tatsächlich noch nicht reingesetzt. Yo, Entspannungsmusik. Das ist zumindest nicht so aufreibend wie die andere Mucke manchmal hier in dem Spiel. So. Hier, das zeigt er wieder an. Dass das nicht richtig ist. Da kannst du mich mal aber jetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es repariert habe und mich neu gekauft habe. Du kriegst nichts neu. So, hier sind eh die Bremsen dran. Tisch raus. So, gut, fertig. Das. Das. Die auch. Stell mal bitte in die Mitte. Mich interessiert, ob hinten die Türen hier auch aufzumachen gehen. Ja, cool. Plopp. Was denn? So, dann zeig mal, was hast du denn? Hintertür rechts, Kotflügel rechts, rechtes Rücklicht. Ach, hatte ich schon. Vordere Stoß, Stange vordere Tür links. Also hatte ich hier doch vorhin richtig geguckt, dass sie da unten irgendwie ein bisschen was hatte. Tablet. Irgendwie Rex, Earthquake, Rex. So, was hat man denn? Die Hintertür rechts. Das linke, nee, das rechte Rücklicht. Die Vordertür links. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Schauen wir schon mal nach. Ja, war richtig. Ja, den Kotflügel habe ich vergessen. Wo ist er? Da. Und die Stoßstange noch. Wo hast du alles? Die zwei Teile habe ich definitiv ausgebaut. Und repariert. Abschließen. Den nicht abgeschlossenen. Ja, weißt du, mach. Lass mich doch nicht verarschen. Hier alles, bitte. Alles verkaufen. Jetzt haben wir 51.000. So, guck mal, wie schnell das hier mit den Federn geht. Federn, sage ich schon. Mit den Bremsen, Mensch. Bremsen. Oh, jetzt habe ich die... Brauchte ich nicht rausziehen. Oh, war noch gut in Schuss sogar. Zack, zack, raus, raus, raus. Na, so, genau. Das Teil. Hinten gucke ich auch mal rein. Ja, ich sehe das schon durch. Da ist die Bremse fällig.
deutlich zu sehen. Wobei eigentlich so rostig wird doch eine Bremse nicht, wenn die Karre ständig fährt. Also die schleift sich doch einfach nur ab. So dass man das von außen eigentlich dann nicht wirklich erkennt. Brems. Okay. Wir haben Bremsbeläge mal 2, Bremssattel mal 2. Halt, falsche Laden. Falsche Laden. So. Dann Bremsscheibe mal 2. Und ich hätte auch gleich gucken können wegen der Inbelüfteten hier unten. Nämlich auch mal 2. Ja. War nicht sicher, ob ich jetzt richtig geklickt habe, weil ich so ein bisschen da mitten drin war. Stand nur dabei. Boah, nicht lustig. Boah. War das gerade für ein Sound? Nee, komm. Oh, ich habe zu früh auf Escape gedrückt. Bremsscheibe drauf. So. Zack, zack, zack. Hallo? Ja. Verklickt. Diese zwei Schrauben hier mal, ey. Was? Eine Felge? Bin ich schon rum? Hä, da fehlt mir eine Felge? Habe ich die... Verstehe ich nicht. Das habe ich doch jetzt alles. Wollte ich doch nochmal prüfen. Papa, du. Alter, wo ist die Felge hin? Will er mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Was war das jetzt? Modern 6. Ey, das ist total verpackt. Ne, nicht Modern 2, Modern 6. Keine Ahnung, was die jetzt gerade gekostet hat. 150 oder 120? Ist doch scheiße, ey. Das bezahlt er mir doch nicht drauf. Tatsächlich, die ist weg, aber wo ist die hin? Hm. Oh, ich glaube, ich habe die beim ersten Mal mit verkauft. Ja, habe ich. Och nee, ich hätte das reparieren können, ne? Ja. Aber weißt du was? Das ist mir egal. Nimm lieber die Kohle. Mein Inventar ist so schon voll genug. So, dann machen wir jetzt noch eben hier Karosserieteile in der Mitte, aber damit ich schön rumgehen kann. Stoßstange. Linker Scheinwerfer, rechter Kotflügel. Das ist rechter Kotflügel. Linker Scheinwerfer. Stoßstange vorne und hinten Stoßstange. Ja. Hallo. In den Shop will ich. Karosserie. Irgendwas mit GTR Royale, ne? Der war rechts. Der war links. Die und die. Die und die und die. Halt. Oh. Dass das immer verschwindet, wenn man zu weit weggeht, ne? So, eine Farbe wollte er auch noch haben. Kann man nicht springen. Alter, bin ich ja wieder bei 50.000. Mal sehen, was der dann gibt. Der Kunde will das so. Ist aber eigentlich eine coole Farbe. Halt nicht. Komplett schwarz. Ja, das hat schon was. So, was gibt es denn dafür? 3400, Alter, da kommen wir noch nicht voran. Ich gehe nochmal hier. Nee, nee. Dann gibt mir doch gleich ein richtiges. Ja gut, ne? Ich glaube, ich werde dann wirklich mal ein bisschen offscreen Geld sammeln, damit wir uns die
Auktionen auch leisten können, ne? Bei Herrn Kowalski. Aber erstmal danke fürs Zuschauen, bewerten bitte nicht vergessen und dann, ja, sage ich noch, haut rein bis dahin. Tschüss!